So, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Runde Traumhotel Staffel 2. Schön, dass ihr reinschaut. So, wer ist alles da? Hallo Jugarfield, dann hallo Tron, hallo Kerstin, die ist in Tonuslurk, hallo Anatoli, hallo Dennis, hallo Schrumchen, hallo Jonas. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben, und hallo Michima. So, ja ihr Lieben, ich sehe gerade, ich schlafe aus irgendeinem Grund hier auf dem Boden und habe nicht mein Bett aktiv hier. Warum nicht? Warum? Hä? Sind alle markiert? Wir sind 6 Leute. Wir haben 6 Betten. Okay, irgendwas ist komisch mit mir wahrscheinlich hier. Nee, das war nicht meins. Ah, Didi pennt in einem komfortablen Bett. Ach, guck mal. Hat er sich das geschnappt? Die Sau. Ich wusste, dass sich irgendwer das noch holt. So, das zerlegen wir mal ganz schnell. Hallo Salo Gross, ich grüße dich. So ein Frechdachs. Das war so klar, dass sich irgendwer da Dingen gönnt. So, ja ihr Lieben, was machen wir heute? Wir werden heute weiter erkunden gehen, soweit es möglich ist, ohne Schutzanzüge. Der Didi war ja klar, ja genau. Ja, werden weiter erkunden gehen, mal gucken, was so möglich ist. Wir waren hier links, waren wir tatsächlich schon an der... am Ende angelangt. Wir hatten dann hier auch schon... hier war ein Schwefel, ne? Genau, hier war Schwefel. Hier schon mal ein paar Schneckchen dann tatsächlich auch. Die wir dann... ah, die könnten wir eigentlich mal ganz gut hier vom Wasser befreien. Weil ich nämlich nicht weiß. Oder? Die werden doch bestimmt... ne, Dunstschnecken werden die. Schwammschnecken. Verweilt in Flüssigkeit, genau. Ich will nämlich gar keine Schwammschneckchen haben, deswegen müssen wir mal ganz gut zusehen, dass wir jetzt hier die Steckschneckchen dann tatsächlich auch so behandeln, wie es sein muss. So, dann würde ich nämlich auch gerne hier ein paar luftdurchlässige Ziegel hinsetzen, damit der Wasserstoff hier raus kann. Und die auch... ah, hier sehe ich gerade. Nee, doch. Ach klar, ist hier der untere. Hat sich erledigt. So, das werden wir weggraben. So. Ja, also, mich wundert, dass ich mir das gute Bett nicht gegönnt habe. Ist schon seltsam, oder? So. So schnell. Da unten haben wir noch eine Steckschnecke, da haben wir noch eine Steckschnecke. Die könnte man natürlich super nutzen, zumindest wild, um, ja, damit wir halt einfach hier, ne, für Lau und den Wasserstach, den Strom gönnen können. Das wäre schon ziemlich cool. So, ansonsten, wie sieht's aus? Biodrucker ist aktiv und wir haben Wissenschaftler, wir haben Medizin und wir haben Kreativität. Kreativität und Medizin würde ich gerne auf Dauer natürlich haben wollen, aber nicht ausschließlich. Beides gemischt wäre cool gewesen. Naja, gut. Hallo Thermler, ich grüße dich. Mal kurz reinschauen, nachdem mein Oni abgeschmiert ist. Das ist aber doof. Ja, schön, dass du da bist. Ja, auf jeden Fall wäre das natürlich noch was, was wir auf jeden Fall mit dabei haben sollten in so einem Traumhotel. Nur, ja, der Zeitpunkt ist jetzt gerade vielleicht etwas zu früh, um solche Duplikanten dann anzunehmen. So. Wie schaut sonst aus? Wir haben da noch eine Wasserblase. Da müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben. Genau wie hier haben wir Wasserblasen. Beziehungsweise... ach, da unten haben wir noch so ein heißes Gerät. Ja, übrigens ganz interessant. Ich habe rausgefunden, woran es lag, dass der immer zu dem Zeitpunkt hier einen Lag hatte. Das werde ich gleich... also der ist auch nicht ganz weg. Aber ich werde euch gleich mal erklären, woran das lag. Fand ich nämlich ganz spannend, wusste ich nämlich auch nicht, dass es da dran liegt. So, okay, nach links hin erstmal alles tutti. Wie kommen wir weiter nach rechts, ohne durch den Schleim zu müssen? Eigentlich so ziemlich gar nicht. Weil wir sind rundherum von Schleim eingekreist. Das, was wir machen könnten, wäre weiter nach unten graben, aber nach unten ist immer ein bisschen problematisch mit dem ganzen CO2. So, das heißt, eine Option wäre noch nach oben zu graben. Und auch da begrüßt uns der liebe Schleim. Ach ja, ich mag Schleim.
Gut. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal erst nach rechts zu kommen. Das können wir mal zerlegen hier. Und dann bauen wir hier mal ein paar Leitern. So, ich gucke sofort, was das war. Söhle. Dann graben wir uns hier einfach mal durch. Machen wir das so schon? Machen wir mal so. Dann haben wir nämlich da eine kleine Schleuse. So, was war das? Hallo Sunny, grüße dich. Vielen lieben Dank für dein Abo im 21. Monat. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass du da bist. So, wir haben ja hier auch noch einen Spind. Den könnte man mal durchsuchen, ne? Vielleicht haben wir ja Glück und da ist was Cooles drin. Ach, oh, und das fällt mir ein. Da können ja auch überall jetzt Datendisks drin sein, ne? Datenbanken. Nicht viele, aber ein paar. Können wir uns ja einfach mal genehmigen. So, was ich auch noch ganz interessant finde, wir haben ja hier auch so Tutorials, ne, vom Spiel. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal die überhaupt angeguckt habe und wie sinnvoll die sind. Da habe ich mir gedacht, so, das wäre doch eigentlich mal eine coole Gelegenheit, uns die anzuschauen. Einfach nur, um mal zu gucken, wie hilfreich sind die eigentlich so. Weil ich weiß es gerade selber nicht. Dann könnten wir nach da. Schauen wir mal rein. Anleitung, Zeitplanung. Bla bla. Okay, das ist nur Gelaber. Duplikantentemperatur, auch das ist nur Gelaber. So, und dann gibt es nämlich hier auch so ein paar Videos. Video. Ja, okay. Wo ist das Video? Hell? Ah, dieses Geräusch, wenn die Forschung fertig ist, ne? Das ist furchtbar. Furchtbar, 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 furchtbar. Ich muss demnächst ein anderes. Also, wenn wir nochmal Twitch-Lotterie machen sollten, dann, werden wir uns auf jeden Fall einen anderen Sound überlegen. Ich habe ja ein richtiges Trauma mittlerweile. Interessant, dass hier einfach jetzt kein Video ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das früher mal Videos waren. Ja, hier ist ja auch ein Video. Sollte eigentlich eins sein. Ja, ich habe da lange nicht mehr reingeschaut, aber anscheinend funktionieren die Videos nicht mehr. Schade. Ich habe gedacht, das wäre jetzt mal eine ganz coole Möglichkeit, uns die mal anzuschauen, wie gut die denn so sind. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist, was du da machst, Herr Dreko. So, die Prio setzen wir mal runter auf 5, dass er erstmal hier ein bisschen Wasser ablässt. Dann können wir hier weiter durch und mal kicken, was hier noch so ist. Ein Erdgasgeysir. Das ist doch nett. Das ist doch wirklich, wirklich nett. Jede Menge Erde haben wir hier. Noch mehr Erde und verschmutzte Erde und Schlamm und... Ja, Schlamm und... Gab es da nicht noch eins von? Schlamm, Schlamm... Verschmutzter Schlamm, genau. Den gab es auch noch. Den werden wir auch erstmal aufbrauchen, denke ich. Wir haben ja so viel davon hier auch in dem Biom, dass wir das mit Sicherheit ganz gut nutzen könnten erstmal, um das wegzuhauen, bevor wir anfangen mit Elektrolyser. Auch wenn das natürlich die... Da war gerade übrigens das Haken, das kurze. Nicht mehr so wild. Nicht mehr 5 bis 10 Sekunden. Also auf jeden Fall eine Ressource, die wir nochmal nutzen sollten, bevor wir endgültig auf Elektrolyser gehen. Ja, das Haken, ihr Lieben. Da habe ich dann mal etwas Detektivarbeit geleistet. Und zwar liegt das tatsächlich daran, dass hier diese Zeitrafferauflösung. Die Leute, die es vielleicht kennen, es wird dann einmal pro Zyklus wird ein Bild von der Kolonie gemacht. Das wird auf eurem Computer abgespeichert. Und diese Auflösung ist normalerweise bei 800 mal Schlag mich tot. So, die hatte ich etwas höher gedreht, nämlich auf Maximum. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ja dieser Mega-Lag da kam von, ja, sagen wir mal, 5 bis 10 Sekunden.
Und ja, wenn ihr das auch habt, also generell habt ihr einen kurzen Lag, egal wie viel Auflösung ihr einstellt, außer ihr stellt es komplett ab, dann habt ihr an dieser Stelle nämlich gar keinen Lag mehr. Und je höher die Auflösung ist und je nachdem, wie schnell eure Festplatte und alles ist, wird der Lag halt länger oder kürzer. Oh, danke, das Problem habe ich auch. Ja, also wenn ihr da eh keinen wenn ihr da keinen Wert drauf legt, dass diese Screenshots gemacht werden, dann könnt ihr das abstellen. Aber es ist immer an diesem, an dem Anfang von diesem Loch, an dem Asteroiden hier. Und je höher die Auflösung ist, desto schlimmer wird der Lag. Und ja. Ganz nett, dass man das dann tatsächlich auch fixen kann. Ja, kann bei mir auch sein. Eben, ich denke, viele werden es gar nicht nutzen, deswegen habe ich gedacht, ich sage das auf jeden Fall nochmal, damit man einfach auch, bist du eigentlich inaktiv? Nee. Damit man halt einfach auch mal weiß, warum, und das dann halt ein bisschen minimieren kann, die Lags. So, ich habe übrigens hier neue Skins. So, mir wurde als Tipp gesagt, ich glaube, es war Ellaren, die mir den Tipp gegeben hat. Ich soll einfach mal sagen, ich will eine Jacke haben. Damit ich was anderes kriege. Also, ich möchte unbedingt eine schicke Jacke. Eine ganz tolle und schicke Jacke hätte ich gerne. Wenn ich jetzt eine Jacke gekriegt hätte, ne? Eine einfache grüne Hose. Okay, den Rest sparen wir uns mal auf. Bis später. Ach ja. Noch mehr Steckschnecken hier. Ja, auch die Frage nach Steckschnecken oder Stöpselschnecken war sehr, sehr unterschiedlich. Fand ich sehr interessant. Also da gibt es keine Einigung. Die einen so, die anderen so. Geht's denn eigentlich gut hier? Ja, ne? Ja. Wie sieht's aus mit unserer Stromversorgung? Wow, ganz nett. Also ist halt die Frage, ob wir das nicht einfach mal deaktivieren können und Kerstin dann einfach mal auch komplett drauf verzichten kann. Könnten wir einfach nochmal hier ein paar Batterien hinbauen und dann erstmal von der Schneckenenergie leben. Ich glaube, das wäre nicht so doof. Hallo, Vandrea, ich grüße dich. Ich glaube, die grüne Hose hatte ich im Übrigen schon. Ich habe fast immer alles, was ich schon... Also irgendwie hatte ich meistens schon alles, was ich bekomme. Ist sehr schade. Achso, was war denn jetzt eigentlich hier im Spind drin? Ach, hier haben wir übrigens auch unseren Teleporter. Im Spind war eine warme Weste. Naja, okay. Kann ich die auch untersuchen? Nee. Forschung abgeschlossen. Ah, okay, wir sind hier auch am Ende. Dann ist nur noch die Frage, wie kommen wir nach oben, wie kommen wir nach unten. Sowohl oben als auch unten. Also oben gerade schwierig wegen dem Wasser. Da müssen wir sowieso uns irgendwas überlegen. Also entweder gehen wir jetzt außen rum und von hier aus nach oben. Hm. Aber immer dieses Wasser, überall dieses Wasser. Ich glaube, wir machen das einfach mal. Wir gehen hier hoch. Und dann werden wir mal, keine Ahnung, irgendwo müssen wir mal schauen, dass wir das ganze Wasser dann auch runterlassen können. Hm, keine Ahnung, wie ich das mache. Hallo Sly, ich grüße dich. Vielen lieben Dank für den Raid. Hallo ihr Lieben, ihr macht ja heute Frühschluss. Was ist da los? Abend, ich bringe noch ein wenig was mit. Dankeschön, vielen lieben Dank. Was hörst du denn heute früh auf? Ich wollte jetzt Feierabend machen. Oh, aber warum so früh am Abend? Was ist denn da los? Was habt ihr denn gespielt? Dungeons 4, habe ich letztens reingeguckt bei dir. Sah interessant aus. Ich hatte erst irgendwie ein ganz anderes Spiel im Kopf. Aber es sah sehr, sehr cool aus. Wie lief's denn? Wie lief's denn? Ja, eine Aufnahme lohnt nicht mehr. Ah, okay. Liebe Dungeons-Reihe. Ich habe die, glaube ich, nie gespielt. Sah aber sehr cool aus, muss ich sagen. Ja, ihr Lieben, schaut gerne beim Sly vorbei, wenn der jetzt gerade euer Interesse geweckt hat. Ein Mix aus Dungeon Keeper und Warcraft 3. Hm. Ja, ich sage ja, es sah sehr interessant aus.
Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir spielen eine Runde Oni im neuen Traumhotel, Staffel 2, DLC diesmal. Und ja, wir haben eine sehr große Custom-Map erstellt und haben auch tatsächlich eine Custom-Sternenkarte. Die ist etwas größer als sonst. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es wird. Wir haben auch einige mehr Asteroiden hier drin. Wir haben auch mehr Ziele hier drin. Also es wird, glaube ich, schon ganz interessant werden. Ja, und das Ziel ist, wie im ersten Traumhotel auch, dass wir alles automatisieren außer kochen und die Duplikanten dann die ganze Zeit chillen können ohne Ende. Aber wie lief es denn heute bei euch, Sly? Erzähl mal. So, hier sind wir auf jeden Fall am Ende. Ist die Frage, ob wir den hier nicht einfach auch schon mal... Obwohl, wir haben ja auch einige von den Steckschnecken, ne? Solange die da sind, könnten wir mal versuchen, ohne den Strom so weit auszukommen. Machen wir einfach noch ein paar mehr hier hin. Ich baue gerade übrigens alles aus Alu. Finde ich ja ganz geil, nicht? Das gute Alu, das können wir doch nicht für Batterien vertüdeln. Im Kupfererz. Übrigens, Sly, vielleicht auch nochmal eine interessante Info für dich. Ich habe rausgefunden, warum ich immer an einer Stelle einen massiven Leck habe. Und zwar immer an der Stelle, wenn der Zyklus hier am Anfang dieses Loches ist. Dann gibt es einen Lag. Der Lag ist abhängig davon, wie hoch man hier dieses Dingens einstellt. Die Auflösung von dem Screenshot, der pro Zyklus gemacht wird, die Zeitrafferauflösung. Also, wenn du da mal immer einen sehr langen Lag hast, liegt es einfach daran, dass die Auflösung sehr hoch ist. Kabel sind auch... Oh Gott. Habe ich die Kabel auch aus Alu gebaut? Eieieiei. Ach du Kacke, ne. Ich kann doch keine Kabel aus Alu bauen. Oh, ich habe aber auch fast... Na doch, Kobalt. Bauen wir mal. Oh Gott. Oh Gott. Ja, fand ich auch sehr interessant. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das rauszufinden. Ich hatte jetzt für die neue Let's Play-Kolonie, hatte ich jetzt mal wirklich auf massiv hohe Auflösung gestellt. Das sah auch sehr cool aus. Also ein Screenshot, der so weit rausgezoomt war, da konntest du wirklich dann auch durch die Auflösung so weit ranzoomen wie jetzt hier. Und hast es genauso klar gesehen. Also es war schon sehr abgefahren. Aber ja, anscheinend ist die Umsetzung vom Speichern da doch ein bisschen massiver, weil ich hatte wirklich 5 bis 10 Sekunden Lags auf maximale Auflösung. Das fand ich dann doch ein bisschen zu stressig so beim Zocken. So, was haben wir Schönes? Wir haben einen Koch. Wir haben Kuddelmuddel, ganz viel Kuddelmuddel. Oh Gott. Kuddelmuddel 1, 2. Koch mit Stärke eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber es geht besser. Es geht besser, eindeutig. Wir nehmen mal die Leuchtkäfer. So. Ja, danke schön. Oh, und eine neue Wildcard vom Frank. da war gerade der kurze Leck. Aber ist jetzt annehmbar. Ne? Also wenn es dann wirklich so ein Sekündchen ist oder ein bisschen weniger, dann ist mir das auch egal. Aber muss keine 5 bis 10 Sekunden dauern. So. Ja, interessant. Wir haben so noch keine Geysire gefunden gehabt. Wann geht's denn bei dir wieder, Oni? Mittwoch wieder? Sly, du bist ja auch momentan in einem Let's Play, ne? Auch im DLC, wenn ich das richtig gesehen habe. Hat der Kollege, der nervt ein bisschen hier. Der macht nämlich alles gut warm. Korrekt, Mittwoch geht's wieder los. Ah, okay. Hast du jetzt auch Urlaub gemacht? Während der Weihnachtszeit oder hast du komplett durchgezogen gehabt? Ich meine, ich habe dich auch letzten Stream sehen. So, wir bräuchten eigentlich mal einen Tierzüchter. Tierzüchter wäre ganz nett. Hallo Bogus, ich grüße dich. Ja, eigentlich eingestellt. Ja. So, essenstechnisch sieht es auch noch ganz gut aus, ne? Ja. Algen. Kann ich mir auch mal dabei holen. Wobei ich auch tatsächlich mal mir überlegen müsste, dass wir demnächst hier dieses Zeug auseinandernehmen. Für den DLC Luft-Dingster-Bumster-Moped. Keine Ahnung, wie das heißt. So, ich bin raus. Viel Spaß noch. Ja, danke schön nochmal für den Raid.
Ihr Lieben, schaut gerne beim Sly vorbei. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, hier geht's weiter. Ah, hier haben wir das andere Teleporter-Moped. Ach ja, es haben ja einige Leute auch gefragt, welche Mods ich aktiv habe. Mit Ausrufezeichen Mods könnt ihr euch das jetzt auch anschauen. Hatte ich hier eigentlich alles eingestellt soweit? Ja. Aber doch, den hatte ich auch an. Kurz noch über die Zeitpläne. Oh. Okay. Ja, das könnten wir noch mal ein bisschen optimieren hier. Bernie geht einfach mit nach da. Was war Bernie denn noch mal? Bernie. Bernie war Gräber. Okay, das heißt Safti und Bernie nicht unbedingt auf einer Schicht. Passt. So. Ich bin Aufräumer. Das heißt, ich gehe am besten nicht mit bei Kerstin rein. Dann kann ich zwischendurch für Kerstin nämlich, wenn die am Pennen ist, schon mal wieder alles beladen hier. Link gibt bei mir 404 raus. Das ist ja frech. Das ist ja frech. Das ist ja richtig doof. Ich habe den nur vorhin getestet. Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. So, mittlerweile ist es bei den Tiny URLs immer das Problem, dass da gerne mal welche Sachen weggelöscht werden. Oder nicht akzeptiert werden, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, von wessen Seite das tatsächlich kommt. Ach ja, muss ich mal schauen. Mods, Mods, Mods da. So. Schauen wir mal eben. So, andere freigeben. Ja, hatte ich auch. Aus irgendeinem Grund wurde der nicht richtig übernommen. Witzig. Tut's sofort nicht. Ganz seltsam. Das ist ja seltsam. Ist mal anders. Okay, ich krieg's gerade nicht hier mit dem Kürzen. Dann schreibe ich halt die komplette URL da rein. Ist ein bisschen doof, aber ich kann es nicht ändern. So, könnt ihr nochmal ausprobieren, bitte? So, wie viel kostet eine Wildcard? Genau, 50.000 Kanal-Matschriegel. Hier gibt's keine Matschriegel, nur Kanalpunkte. Hab nur 9k, oh nein, Bogus. Wie kommt das denn? Ich baue nicht auf 9, kann das sein? Klappt sehr schön. Dankeschön. So, ja, Bogus, da musst du wohl öfter da sein. Anderes kann ich da leider nicht zu sagen. 6, das passt. So, oh, wir können weiter nach oben. Das ist doch wirklich ätzend. Wir machen es mal etwas anders hier. Wir werden jetzt hier mal 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, das passt. Halt, war so klar. Mach das bitte schnell. Nicht schnell genug. Handy habe ich mir das gedacht. Dass das noch kommen wird. Okay. Das wird wahrscheinlich auch weiterhin ein Problem werden. Das könnte ja durchaus sein, dass wir da auch Probleme mit Schleimlunge kriegen, weil ja, da bestimmt auch das ein oder andere bisschen
Schleimlungkeime da durchkommt. So, machen wir das so. Dann werden wir da einfach mal einen Lufterfrischer hinsetzen. Und dann kann uns das Ganze egal sein. So. 42,5k, ein bisschen dauert es noch. Ja, gut. Aber 42k, da ist ja schon bald geschafft. Bei mir klappt das jetzt mit den Materialien, wo ich mich nicht mehr auf die externe App verlasse. Das ist sehr gut. Kann auch nicht so oft da, würde ich doch sehr gerne schauen. Aber fast alles nach auf YouTube und hier. Ja, Bogus, auch auf YouTube hast du die Möglichkeit, eine Wildcard zu gewinnen, ne? Du musst einfach nur kommentieren, eben deinen Duplikanten mit dabei nennen und dann geht das. Dann kannst du auch über YouTube versuchen, an eine Wildcard ranzukommen. Haben einige versucht, auch vielen lieben Dank dafür. War sehr viel Feedback auch da. Mich sehr, sehr gefreut. So, wir könnten trotzdem mal versuchen, hier zu wischen. Auch wenn immer mal wieder was runterkommt, dann hätten wir es direkt aufgewischt hier. Boah, das ist schon eine Menge Wasser hier. Überall. Sich das mal so anschaut. Guck mal nur nach Flüssigkeiten. Ist schon eine Menge hier. Uff. Manometer, ey. Da werden wir einiges zu tun haben, das überall reinzuballern. So. Was war denn das gerade? Hallo Tony, ich grüße dich. Und hallo Bernie, schön, dass du da bist. Tony, vielen lieben Dank für dein Abo im 16. Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Was habe ich verpasst? Eigentlich hast du nichts verpasst. Wir sind gerade ein bisschen am Erkunden, sind ein bisschen am Quatschen. Wir haben den Erdgasgeysir gefunden. Wir haben hier die Teleporter-Dinger gefunden. Irgendwo war noch der zweite hier. Ja, ansonsten habe ich den Strom jetzt erstmal auf komplett nur Steckschnecken verlegt. Ich glaube, das sollte wohl klappen. Vielleicht. Wobei ich nicht weiß. Ja, da nimmt der Strom schon ab, weil die hier kein Metallerz mehr rumliegen haben, wahrscheinlich. Aber so wie ich das verstanden habe, futtern die ja mittlerweile sogar veredeltes. Das heißt, auf Dauer gesehen könnten wir die auch super cool nutzen, um tatsächlich dann auch Strom herzustellen. Auch wenn die nur meinetwegen 400 Watt machen, wenn man davon 20 Stück hat von Steckschnecken. Warum nicht? Ahoi, ahoi. Hallo Frau Ziller, ich grüße dich. Wenn ich gewinne, möchte ich Gossman, wie immer. Das ist sehr schön. Ich werde gleich die Wildcards, die heute noch reingekommen sind, auch noch eintragen. Und ja. Wenn wir dann gleich mal einen Duplikanten annehmen sollten, dann kommt er auf jeden Fall mit rein. Finne, ich grüße dich. Hallo, willkommen hier. Nee, die Schnecken sind nur alt geworden. Das kann natürlich auch sein. Moment. Nee, die ist nicht alt. Die ist nicht alt. Ich meine, dass der Output von denen tatsächlich daran liegt, wie zufrieden die sind. Was die ja wild eigentlich immer sind. Und ich meine, dass es auch davon abhing, wie viel die gefuttert haben. Ihre Energie kann nutzbar gemacht werden, indem man ein Freilegen ist. Bla bla bla. Die während der Nacht elektrische Energie erzeugen. Gezähmt machen sie mehr Strom, habe ich gemeint. Ja, machen sie, wenn sie zufrieden sind. Ja, aber ich kann sie aktuell noch nicht zähmen. Also von daher mal gucken. So, wir haben jemanden mit 10 Wissen. Flatulenzen, so einer kommt mir nicht in die Kolonie. Auf gar keinen Fall. Tierzucht bauen und Stärke, das ist wieder so ein richtig schöner Kuddelmuddel-Quatsch, den man nicht braucht. Maschinen bauen und pilotieren. Ah, bodenloser Magen ist da mit drin, ne? Ansonsten wäre das schon ein geiler Taxifahrer gewesen hier, ne? Mit Maschinen und Pilotieren. Wäre schon ganz nett gewesen. Ja, bodenloser Magen ist halt immer kacke dafür. Da wäre es eigentlich besser, wenn die weniger essen würden oder weniger Sauerstoff verbrauchen würden. Deswegen, ich bin halt etwas pingeliger als sonst. Einfach weil es eine Langzeit-Let's Play ist und wir jetzt hier nicht auf Krampf 20 Duplikanten zusammenkriegen müssen.
Dankeschön für dein Follow, Finfanfinne, und willkommen hier bei uns. Übrigens, Follows, ne? Wir sind bei 802, Lieben. Wir haben die 800 geknackt. Wup, wup. Also auch legitim geknackt. Nicht durch irgendwelche Bots oder Anführungsstrichen Follower-Rates. Quatsch. Bla, blub. Hallo, Safti. Grüße dich. Was machst denn da, Safti? Quatsch macht der Safti da. Sehe ich gerade. Das ist ein guter Punkt. Das sollten wir nochmal hier eine Möglichkeit schaffen, dass wir da auch wegkommen, wenn da mal was von oben runterkommt. Was haben wir hier? Sediment? Sediment? Okay, das ist noch kein Weltraumbiom. Da ist immer noch wer eingeklemmt. Achso, hast du das zwischendurch geschrieben? Sorry, habe ich nicht mitgesehen. Habe ich nicht so schnell gesehen. So, habe ich Orphi Hallo gesagt? Ich hoffe doch. Schön, dass du da bist. Ja, aber Safti. Was soll das denn jetzt heißen? Ich habe damit diesmal nichts zu tun. So, hier ist überall schön kalt. Ja. Also ist auch sehr bunt gemischt, ne? Also hauptsächlich doch eher warm. Ne? Aber immer mal wieder auch kalte Stellen dabei. Das sind, glaube ich... Was ist das hier? Ach, das ist das von den... Dieser Sumpf, okay. Ja, hier der Schleim ist ja immer ein bisschen wärmer. Der Sumpf ist anscheinend kälter. Das war mir so auch nicht klar. Und ja, hier Rossbiom ist sowieso mal kälter. Und noch kälter ist dann hier das Frostbiom. Hier drüber. Da ist wieder Dingens. So. Okay. Was sagt denn unsere Forschung? Wir haben zu wenig Wasser. Warum haben wir zu wenig Wasser? Achso, okay, nur ein temporäres Ding. Wäre vielleicht auch sinniger, erstmal das Wasser von hier zu nehmen. So. Wäre auf jeden Fall sinniger. So, Oxylit. Hatten wir dafür nicht schon irgendwo was hingebaut? Brauchbares Erz. Ja. Okay. Dann könnten wir das nämlich abbauen und erstmal einlagern für schlechte Zeiten oder nachher tatsächlich für die Raketen. Wenn man schon so rumliegen hat, ne? Ach man, bin irgendwie seit gestern ein bisschen krank geworden. Hoffe, dass das nicht nerviger wird. Hab heute schon 5 Tassen Tee getrunken. Kamille? Ach, boah, Kamillentee ist richtig widerlich. Ich hasse das. Ich trinke auch nur Pfefferminz. Ja, definitiv. Wolltest du das Wasser in die lassen, um das Oxylit zu sichern? Hat sich erledigt. Ja, das war am Anfang tatsächlich dafür gedacht, aber jetzt haben wir es ja anders. Also von daher können wir das so machen. So. Alles generell. Ich habe das gerade schon gesagt. Also es ist sehr, sehr, sehr viel Flüssigkeit auf der Karte. Das wird noch interessant, das alles irgendwo hinzuballern. Oder wir machen es wie im ersten Traumhotel. Wir machen unten einen Riesensee. Und dann wird das einfach sortiert und fertig. Ich glaube, es ist tatsächlich sinnvoller. Ich wusste, dass ich das nicht trinke, deswegen habe ich so doof gefragt. Aber ich finde Kamillentee richtig ekelhaft. Also so richtig ekelhaft. Verdorben, habe ich das da eingestellt? Wasser? Verrotteter Haufen. Warum habe ich das denn da nicht eingestellt? Ein Kolonieerfolg errungen. Was haben wir denn überhaupt alles schon errungen? Zahl die Rechnung, renovieren im Umland, es ist nicht roh. Bett und Bad, gutes Ei. Okay, läuft alles. Und der Haken ist noch da, ist ja der Hammer. So. Kommen wir aktuell mit Strom so hin? Ja. Scheint zu funktionieren. Also wir haben ja auch noch nicht so den massiven Stromausput, ne? Aber müssen wir gleich drauf achten. Jetzt. Ja, guck mal. Also entweder geht's der scheiße. Nö, der geht's aber auch gut. Aber die hat nichts mehr zu essen. Ne? Und sobald die nichts mehr zu essen hat, geht's runter. Ich meine, solange die was zu essen haben, gehen die auch 400 Watt hoch, die Wilden. Und können dann auch nicht sterben.
Aber wir müssten halt aktuell tatsächlich Metallerz an die verfüttern und ich weiß gerade nicht, ob ich da so Bock drauf habe. Ich trinke auch keine Karamelle. Meine Mutter hat die mir als Kind mal gegeben. Ich habe den Tee nur einmal probiert und seitdem nie wieder. Ja, es ist ja auch einfach widerlich. Alles. Nee. Ich meine, was wir trotzdem machen könnten, wäre halt einfach. Ich meine, es wäre ja an sich gar kein Problem zu sagen, wir lassen das einfach ausgasen. Sehe ich zumindest gerade kein Problem. Müssen nur zusehen, dass wir irgendwie hier den Wasserstoff dann loswerden, damit das hier keine Dunstschnecken werden. Weil das wäre echt blöd. Das so. Der muss auch weg. So, dann könnte der ganze Wasserstoff könnte dann nach da abziehen. Ja, hier ist nämlich auch schon über was gelandet. Dann müssten wir nur das einmal so machen. Dann kann der Wasserstoff da nicht weg. Dann könnten wir hier gleich graben. So. Dann schmeißen wir doch einfach hier gleich mal eben eine ganze Schippe von Dingens hin. Die ganze Schippe mit. Das ist eigentlich noch ein Schleim. Eine ganze Schippe mit Erz. Warum nicht? Nein, wir haben ja genug auf der Karte. So wird es nicht sein. Und wir kriegen ja auch tatsächlich über die Asteroiden genug rein. Also, so schlimm wird es wohl nicht werden. So, und wir könnten natürlich auch überall nochmal so ein paar Dingens hier hinstellen. Gerade wegen dem Schleim. Und der verschmutzte Sauerstoff. Da einen, da einen. Da. Einfach mal über ein paar verteilen, dann kann das auch gar nicht so ausarten, wenn man mal so ein paar von denen hier stehen hat. So. Ja, nochmal vielen lieben Dank auf jeden Fall für die ganzen netten Kommentare auf YouTube, die da gekommen sind. Und auch da nochmal mein Hinweis. Wenn ihr Fragen habt, also generell, ne, wenn ihr Fragen habt, einfach stellen. Sinnvollstens natürlich einfach auf dem Discord, aber ihr könnt natürlich auch, wenn ich hier am Stream bin, ruhig Fragen stellen. Ich versuche sie dann natürlich gerne zu beantworten, sofern es möglich ist. Kurze Frage, wann ist die Miete fällig im Voraus? Also sobald man reinkommt, Miete zahlen und dann alle 30 Tage, ist es immer monatsweise. Also für Dezember zählt natürlich jetzt nicht. Das war ja wirklich nur Start und fertig. Aber Januar-Miete, ja, die hätte ich ganz gerne. Und die ist auch schon verfügbar, ne? Also ihr könnt, glaube ich, auch schon, oder? Moment. Ja, genau. Die Miete könnt ihr schon zahlen. Traumhotel-Miete. Für Januar könnt ihr reinhauen. Und ich habe mir überlegt, auf Dauer das irgendwie auch so zu machen, dass ich es hier im Game dann tatsächlich kenntlich habe. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das jetzt machen, aber wir werden es jetzt irgendwie machen. Irgendwie werden wir das jetzt so machen. Keine Ahnung wie. Mal schauen. Wir überlegen uns was. Ich hatte eigentlich vor, hier tatsächlich mit Notepad irgendwas zu machen. Aber werden einfach hier, glaube ich, einfach mal irgendwelche Trockenwände oder so hinbauen. So, wer hat denn alles bezahlt? Safti. Wo ist Safti? Safti ist da. Dann machen wir da mal einen hin. So, dann. Kerstin hat bezahlt. Schrumchen hat bezahlt. So, Bernie hat bezahlt. Ich brauche natürlich nicht zahlen. Bei mir bleibt das für immer. Dann fehlt nur Didi. Okay. Ihr hattet doch mal einen Mod, den man Notizzettel. Ja, hatte ich. Der funktioniert aber aktuell nicht. Beziehungsweise mir ist das Spiel leider immer wieder gecrashed mit dem. Und ich habe noch nicht wieder ausprobiert, ob der jetzt wieder funktioniert. Ich finde den eigentlich auch sehr cool, den Mod.
Aber ist halt nur bedingt geil, wenn der dann halt auch funktioniert, ne? So. Aber es gab doch auch... Gibt's die denn? Ich meine, ich habe die Dinge sogar aktiv. Die Mod, aber es könnte sein, dass ich die noch erforschen muss. Hier die Science Mod. Ja, ich glaube, die fehlt noch. Die müssen wir noch erforschen. Wie weit ist Kerstin denn überhaupt mit der Forschung? Ja, das sieht doch schon mal ganz anständig aus. Ich bin halt... Okay, Schutzanzüge haben wir schon soweit erforscht. Das ist sehr cool. Weil das würde ich gerne als... Ist Miete Schutzgeld? Nee, Miete ist... Ist die Möglichkeit, hier reinzukommen und zu bleiben. Hallo, ich brauche ja monatlich meine... Ne? Meine Miete hier. So, Kochkunst und Medizin. Wäre eigentlich gar nicht so doof. Kann ich angreifen, wäre jetzt nicht so schlimm. Und Graben, ja. Kochkunst und Graben ist Quark. Das passt nicht zusammen. Aber so ein Koch, der immer in die Medizin einspringt, wenn es sein muss. Vielleicht gar nicht so doof. Und Resix, hallo, ich grüße dich. Dankeschön, dass du das nochmal drauf geantwortet hast. Ja, dankeschön, Jonas. Und zwar, das Traumhotel ist eine Kolonie, in der... Ich muss dafür auch nochmal ein Ding ins Fertig machen, einen Befehl. Rein thematisch geht es darum, die Kolonie komplett zu automatisieren. Komplett. Außer Kochen, das werden die Duplikanten wieder machen und ansonsten gibt es nur Freizeit. Das heißt, am Ende der Kolonie soll es so sein, dass die Duplikanten nur noch Freizeit haben. Schlafen, Badzeit natürlich und ich glaube, wir hatten zwei Einheiten arbeiten dann zum Kochen. Mehr sollen die gar nicht machen. Die sollen nur noch kochen und der Rest ist dann halt ja, nur noch Freizeit. Und das soll... So funktioniert nachher. Und hinzu kommt noch, dass wenn man hier reinkommen möchte, dann muss man im Traumhotel auch Miete bezahlen. Ja, ganz normal. Einmal im Monat wird die Miete fällig. Und ja, man hat hier auch später, werdet ihr die Möglichkeit haben, eure eigenen Suiten wieder zu bauen, eure eigenen ja, Zimmer zu bauen. Und da habe ich mir ja schon ein paar Gedanken gemacht, wie ich es machen möchte, aber da verrate ich noch nichts zu. Hat aktuell auch nicht, noch nicht so einen Wert, weil wir gar nicht die Ressourcen haben, um alles machen zu können. Miete, wir bezahlen, damit ihr schwer erschuftet. Ja, genau. Darum geht's. Genau darum geht's. So, jemand, der reinbaut, wäre natürlich auch nicht verkehrt. Wie viele Leute haben wir denn, die bauen? Aktuell haben wir zwei Gräber. Also jemand, der nur baut, haben wir nicht. Also keinen zweiten. Und das wäre gar nicht so blöd. Medizin und Kochkunst wäre gar nicht mal auch nicht so scheiße. Ich weiß nicht, wie seht ihr das aktuell? Was würdet ihr sagen? Eher Richtung noch ein Bauer gerade oder schon mal jemanden, der auch kochen kann? Also die Kombi ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Weil so oft werden wir Mediziner nicht brauchen. Und ein Koch, der ist eigentlich immer auch so relativ wenig ausgelastet, dass er auch mal Medizin machen kann. Kochen, Deko, ach Ruhe da, Deko, drauf geschissen, ey. Und wenn wir jemanden haben, der Deko machen kann, dann soll der auch irgendwas anderes dabei machen. Keine Ahnung, Viehzucht oder Landwirtschaft oder so, keine Ahnung, so ein Quark. Irgendwas in der Kolonie. Und dann kann er zwischendurch hier ein bisschen rumkünsteln. Vielleicht erstmal auslosen? Nee. Nee. Warum soll ich die Verlosung machen, wenn ich nicht mal weiß, ob ich einen annehmen, beziehungsweise annehmen würde? Ich würde den Bauer nehmen. Ja, Bauer hätte ich... Ja, hm. Der Bauer ist halt auch nicht so verkehrt, ne? Aber ich muss jetzt sowieso gerade noch mal eben die letzten Dingens mit reinnehmen. Ach Mann. Die letzten Wildcards muss ich mit reinnehmen. So, das war einmal Frau Ziller.
So, Frau Ziller mit einer und Gossman. So, dann muss ich die noch hier mit aufnehmen in der Liste. Dann hatte, glaube ich, der Frank sich wohl noch eine gegönnt. Genau, der Frank hatte noch eine. Frank, da. So. Bin ich schon drin? Nee, warum solltest du drin sein, Jonas? So, Frank. Hab ich's dann? Glaube ja. Frank hat sich eine gegönnt, Frau Ziller hat sich eine gegönnt, der Rest war Miete. Ja. So, in der Liste, ja. Ja. Ihr könnt jetzt auch nochmal eben kontrollieren, ob ihr drin seid. Ich schalte das schon mal scharf. Dann könnt ihr das euch nochmal in Ruhe angucken. Ich kann auch mal eben nochmal sortieren. Ja. So. Dann könnt ihr nochmal in Ruhe gucken, ob ihr auch drin seid. Und dann habt ihr jetzt noch ein, zwei Minütchen Zeit, um ein Veto einzulegen, wenn irgendwas nicht passen sollte. Und wenn gleich alles in Ordnung ist, dann, ne? Hätte da keinen Bock drauf, dass das nochmal passiert wie letzte Woche, dass der Frank einfach fehlte. Das war richtig scheiße. Okay, ich glaube, das können wir uns total sparen, das Biom hier versuchen aufrechtzuerhalten. Oder wir müssten es jetzt nach unten hin dicht machen, weil... Ja, das könnten wir noch ausprobieren. Weil hier natürlich die Barriere offen ist. Das bringt so nichts. Ich meine, da sind drei Keuchwurzel drin. Das könnte halt sein, dass das noch was wird, aber... Oh, den müssten wir stehen lassen. Hallo, alles bitte. Und wir müssten vor allen Dingen hier auch nochmal die Flüssigkeit dann ablassen. Gegebenenfalls noch eine random Anordnung. Ja, ja, ich mische gleich durch. Das war jetzt nur, damit ihr es leichter finden könnt, ob ihr alle drin seid. So. Dann mischen wir einmal durch. So, das sieht gut aus. Und dann lassen wir mal loslaufen. Solange es nur einen Jonas gibt, passt das. Nein, es gibt zwei Jonas. Also, nee, nicht hier, aber... Oh, springt er noch um oder bleibt er bei Jesse? Jesse hat gewonnen! Herzlichen Glückwunsch an die Jesse. Ich glaube, die ist aber nicht da. Ich weiß auch gar nicht, ob die gerade selber am Stream ist. Die ja letztes Mal tatsächlich gemacht. So, alle Jessies entfernen. Dann haben wir es. So... Dann würde ich sagen, holen wir Jesse rein. Oh Gott, ich weiß aber links nicht, ob ich Jesse... Also ein Jesse wird auf jeden Fall kochen können. Aber so mit Medizin... Naja, gut. Also sie ist ja eigentlich sogar in dem Bereich tätig. Aber da muss Jesse sich mal selber zu äußern, wie gut sie denn auch dann... ne? Witzig ist, dass es einfach schon eine Marie ist. Da brauche ich nicht mal was machen. So. Dann nehmen wir doch den zum Bauen. Eigentlich müssen wir das jetzt auch machen. Komm, ist egal. Wir nehmen Jesse mit dabei, dann haben wir schon mal einen Koch und einen Mediziner. Keine Angreifenaufträge, das passt eigentlich auch ganz gut zu Jesse. Und ja, Jesse kann sehr gut graben, das wissen wir alle. Ah, das war immer schön bei der Grabetechnik. So. Jesse, da ist er. Hallo! So, Jesse ist nicht da. Dementsprechend muss ich jetzt mal was für Jesse aussuchen. Was nehmen wir denn? Jesse will bestimmt das hier haben. So. Dann Prio. Jesse. Jesse hat oberste Prio, sich um Doktortätigkeiten zu kümmern. Das nehme ich mal raus. Das können wir eigentlich überall rausnehmen. Ah. So, Lebenserhaltung ist bei mir hoch.
bei den anderen brauchen wir es nicht. So, und Jesse macht dann Doktorieren, anschließend Kochen. Jetzt sehen wir, für den Anfang nehmen wir erstmal die Sachen mit rein, die noch wichtig sind. Sowas wie das hier. So, Lebenserhaltung, aufräumen. So, und wenn wir dann nachher wirklich was zum Kochen haben, können wir da die Jessie auch mit reinnehmen. Oh, ich glaube, wir müssen allerdings tatsächlich mal hier jemanden wieder drauf radeln lassen. Das könnte doch eigentlich auch eine Jessie erstmal mitmachen, ne? Das nehmen wir mal beim Bernie auch raus. Der soll ja jetzt nicht bedienen, der soll graben. Dann können wir eigentlich sogar tatsächlich... Nee. So. So, ich Schrumpchen hier, das passt, das passt. Die sollen ja mal umgekehrt dann die Sachen machen. So, Jesse, dann machst du einfach erstmal Bedienung mit. So, bis wir dann was zum Kochen haben, vielleicht auch mal einen Bediener dann haben. Ja, Bediener pilotieren wäre echt nicht so eine schlechte Kombi, ne? Gerade im Hinblick auf die Disketten wäre das ganz cool. Das hier ist allerdings nicht so cool. Das können wir nochmal so ein bisschen verbessern. Können wir hier nochmal graben. Ja, ein bisschen schade. Doch, da haben wir ein Oxyfan. Nicht viele, aber ein. Hatten wir jetzt eigentlich irgendwo Pips noch gesehen? Ich glaube, wir hatten irgendwo noch Pips gesehen, oder? Hier ein Pip? Nein, hier liegt keine Erde, hier ist kein Pip. Aber hier könnte tatsächlich noch irgendwo einer sein. Das wäre natürlich ganz cool, wenn wir noch Pips kriegen würden. Ich kann mich an keinem... Ja, ich grab mich auch nicht. Aber sehr cool ist, dass anscheinend, ja, hier ist auch ein bisschen, nicht viel, aber hier ist auch ein bisschen, ein bisschen was von dem Alu-Biom. Also vielleicht gibt es doch nochmal Pips irgendwo. Oh, da ist ein Dingens. So, was wir machen müssten, wäre hier. Mal dicht machen. Dann könnten wir uns nach da unten graben, mal gucken, was das hier so ist. Also theoretisch könnten hier tatsächlich Pip sein. Könnten. Müssen nicht, könnten. So, das wäre noch ganz sinnvoll, das zu machen, ne? Ja, ansonsten müssen wir halt auf den Drucker warten oder halt entsprechend irgendwo... Der will auf jeden Fall, hört er, ne? Der hat richtig Bock. Sicher, dass es von der Kälte... Was? Was das? Was das? Ich glaube, du hattest nur ein zweites Forest-Biom gefunden. Ja, stimmt. Bin ganz blau im Gesicht, habe meine Miete bezahlt, obwohl die Heizung nicht funktioniert. Los, Conny, lass die Heizung reparieren. Braucht keine Heizung. Muss einfach nicht so eine Mimose sein. Guck, Schrumpchen hat auch keinen. Schrumpchen hat auch kein blaues Gesicht. Verdammt. Ja, Temperatur geht natürlich hier stark runter, weil die Barriere da... Wer stickt denn jetzt? Safti. Oh. Abbruch. Abbruch, Safti. Abbruch. Renn! Ganz ruhig, Leute. Beruhigt euch. Ist nicht der erste Duplikant, den ich retten muss. Wichtig bei sowas immer Pause und dann überlegen. Und ich habe ja auch noch den Mod an, der mir früher Bescheid sagt, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Vom Sergeant. Ich habe generell sehr viele Sachen vom Sergeant an.
Auch die Modliste, ne? Ganz cool gewesen. Der Mod vom Sergeant, der Modmanager, der schmeißt einem ja auch eine Liste raus mit den Links zum Workshop. Das ist schon sehr cool. Dass ich da keine Kollektion oder so mehr anlegen muss. Ich meine, wenn das gewünscht ist, kann ich das natürlich auch nochmal machen, aber. Hallo, Safti. Geh mal nach da. Ach, du musst atmen. Ja, okay, dann darfst du ruhig nochmal eben weggehen. Komm schon, jetzt gönn mal irgendwo einen Pip hier. Kann doch nicht wahr sein. Was haben wir da? Noch ein Erdgas. Sehr cool. Noch ein Erdgasflow. Also Erdgas haben wir schon mal zwei gefunden. Das ist sehr, 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 sehr cool. So, hier nur drauf, wenn die Batterieleistung unter... Komm, 25%. Damit sollten wir auf jeden Fall über die Nacht kommen. Den Rest dürfen gerne die Steckschnecken machen. Apropos Steckschnecken, haben wir jetzt vorbereitet. Da sollten wir jetzt mal eben hier gucken, dass wir ein bisschen was hinballern. Damit die genug zum Futtern haben. Das können wir eigentlich auch mal wegmachen hier. Also die laufen noch auf 400 Watt, aber der läuft noch nicht, nicht mehr auf 400 Watt. Hört sich an wie so ein Motor. Der läuft schon, der läuft nicht mehr auf 400 Watt. Keine Pips bekommen. Ah, das ist ein bisschen schade. Wäre sehr interessieren, ob hier noch irgendwo welche sind. Könnten wir halt ganz geil gerade runtergraben, weil hier überall Oxyfahnen sind. Bedeutet, du bleibst stehen. Du stehen, du. Okay, das geht dann nicht. Da müssen wir mal eine Leiter setzen. So, dann hier runter. Warum drücke ich eigentlich mal so viel Pause? Weiß nicht, irgendwie bin ich so ein bisschen, ich bin so ein bisschen Speedrun geschädigt. So ein bisschen. Das Schöne ist, dass hier sehr viel CO2 drin ist. Also vieles. Vieles an Graupelweizen, was hier rumliegt. Warum liegt hier eigentlich ein Graupelweizen rum? Ah ne, 18, okay. Weil vieles, was hier rumliegt, könnten wir nämlich einfach liegen lassen. Und genau wie hier auch. Das ist halt schon ganz cool. Oh ey, der... Ist dem zu kalt geworden oder was? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir es dann einfach liegen lassen und dann halt entsprechend nutzen, wenn man es braucht. So, was war das? Hallo Schlappohr, ich grüße dich. Vielen lieben Dank für dein Abo im 11. Monat. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Meine Fresse. Ist heute aber wieder viel. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Freue ich mich sehr. Und ja, nutzt natürlich auch viele das Prime-Abo. Würde ich, oder nutze ich ja auch mal ganz gerne tatsächlich. Und ja, freue ich mich auch sehr drüber, dass das dann nicht verkommt, sondern irgendwer auch kriegt. Das muss ja nicht unbedingt ich sein, aber ich finde es immer schade, wenn so ein Abo dann einfach auch verkommt, weil man es vielleicht auch nicht unbedingt immer weiß oder nicht dran denkt. Ach man. Hier gerade so ein bisschen Blödsinn. Ja. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Aber so viel auf dem Trubbel ist immer schwierig. Auf dem Trubbel bedeutet nämlich meistens, wenn das dann irgendwas Komplexeres wird, dass das richtig kacke wird zum Basteln. Hatten wir jetzt eigentlich hier irgendwo auch einen Pip gesehen? Nö, ne? Scheiße. Ist da noch was? Ne. Jetzt gerade irgendwie so ein bisschen Schweizer Käse hier alles machen, ne? Ja, so, du bleibst stehen, du.
Alter. Was war denn das für ein Sound? Den habe ich noch nie gehört hier. Ich guck sofort, was es war. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Jonas, alter Schwede. Sag mal. Boah, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Einfach mal 12.000 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Uff. Dankeschön. Genau, verrückter. Genau. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Den Sound habe ich noch nie gehört. Ich wusste nicht mal, dass es ab einer anderen Stufe auch einen anderen Sound gibt. Aber Jonas, dann... Obwohl, du hast bestimmt den ersten... Den ersten Dingens hattest du bestimmt schon, oder? Den Bit-Emote. Kannst du das oder nicht, Safti? Was liegt hier rum, Granit? Wir bauen aus Granit. Ach, da sollte Sauerstoff sein. Ah, schwierig immer mit den Sachen hier. Immer blöd. Immer blöd, wenn der Safti dann bauen muss dazwischendurch. So, machen wir erstmal so. Das mit den Schrecken geschieht dir recht, Conny. Warum? Warum das denn? Willkommen im Cringe Club. Genau. Den Cringe, den gibt es ja nur bei, ich glaube, 10.000 Bits insgesamt. Das muss man nicht sofort, aber wenn es insgesamt 10.000 Bits ist, dann gibt es das Emote. Warum geschieht mir das mit dem Erschrecken ganz recht? Warum? Was habe ich getan? Erkläre es mir. Das können wir haken. Obwohl, hat denn nicht einer schon? Safti, komm, du kannst das doch jetzt schon. Fertig. Revanche für Freitagabend? Ach so, wow. Okay, jetzt hat's gerade ein bisschen gerattert. So Leute, bin dann wieder auf, muss nächste Woche durcharbeiten, also wieder keine Zeit hier live zu sein, aber wünsche euch allen eine gute Zeit im neuen Jahr. Dankeschön, dass du da warst, Boros. Wie gesagt, wenn du gerne in der Kolonie mit drin bist, sein möchtest, dann kannst du dein Glück über YouTube versuchen, unter jedes Video einfach kommentieren, dann hast du die höchsten Chancen und eben dabei sagen, welchen Dupe du gerne hättest. Ich habe nur 1200 gespendet, den gibt's bei 1000. Nur. Ja, den gibt's, genau, den gibt's bei 1000, das stimmt, ja. Waren 1000? Hab ich irgendwas Falsches gesagt? Immer rennen, ja, schreib's mir bitte einfach dann auch auf YouTube. Hab ich irgendwas Falsches gesagt? So, Bernie. Gesagt 12.000. Oh, nee. Okay, da habe ich mich vertan. 12.000 wert, ganz schön hart. Das sind 120 Euro. Alter, dann hätte ich geschimpft. Dann hätte ich richtig geschimpft mit dir. Ja, Didi war unser Pflanzenpfleger, ne? Ja, okay. Jesse. Grillen. So, Kerstin, das. Michse macht jetzt hier Tragfähigkeit. Zwei Stück. Safti hat soweit erstmal und Schrumchen da noch ein bisschen besser im Bauen. So, und den Rest verteile ich dann, wenn ich es brauche. So. Ja, viel Spaß mit dem Emote, Jonas. Ring. So. Da ist ein Pip. Ja, wir haben den Pip. Yay. Da freue ich mich. Ist hier noch irgendwo was?
Ich muss die auch gar nicht alle auf einer Stelle haben. Wing. Ach, die holen sich gerade ihre Dingens ab, oder? Nee, okay, der Drucker ist tatsächlich bereit. Wing. Bauen und pilotieren. Hm. Kreativität. Hm. Mit Graben. Nee. Wir können das Eis ruhig nehmen. So. Aus dem Eis könnten wir... Könnten wir hier einfach so ein paar Dingens bauen. So, einfach hier mit rein ins warme Wasser. Ja, Pip, Pip, Hurra, genau, genau. Über einen Pip dürfen wir uns ruhig freuen. So, ich hoffe mal, dass die Keuchwurzel das schaffen, das hier wieder runterzukühlen auf Dauer. Wenigstens, dass das Biom hier stabil ist. So, ungewöhnliche Zeit, Kerstin. Sonntagabend, Lurk. So, dann dahin noch. Ja, dann haben wir es doch gleich. Geil, wir haben Pip, das freut mich sehr. Oh, ist das Erdöl? Oh ja. Oh, dann ist aber wahrscheinlich die Dingens kaputt. Oh, da ist noch ein zweiter Pip. Wir haben zwei Pips! Juhu! Und wir haben einen ganzen Arsch voll von den Krabben hier. Safti schläft schon auf der Leiter. Hat gar keine Lust mehr, hier wegzugehen. Ahoi, Conny und Chat. Na Jungs, wie läuft die Kolonie? Jungs und Mädels. Ganz gut, Shindoras. Ich glaube, es läuft ganz gut. Dankeschön. Freue mich, dass du da bist. So. Noch nicht ganz ganz harmlos bin ich. Mm, genau. Ganz harmlos ist der Jonas. Freue mich immer, wenn hier zwischendurch jemand ein Follow da lässt und dann auch tatsächlich im Stream auftaucht. Freue ich mich immer sehr drüber. Dann bin ich mir auch sicher, dass es nicht einfach nur irgendwelche Bots sind. Aber natürlich freue ich mich auch darüber, wenn hier Follows reinkommen und dann nicht geschrien wird. Also es kann ja jeder rumlurken, wie er möchte. Aber ich freue mich da immer sehr drüber. Wenigstens mal ein Hallo zu hören. Finde ich immer schön. Und ich weiß auch gar nicht genau, wie das zwischendurch immer zustande kommt, dass man hier... Also, bei mir ist es ja tatsächlich relativ viel mit Follows außerhalb von Streams. Meine Vermutung ist nach wie vor einfach, dass da YouTube dran schuld ist. Das heißt, schuld dran ist, ne, dass es durch YouTube kommt. Aber genau wissen tue ich das halt nie. Oder selten. Es ist ganz selten, dass man mal hört, ja, ich komme jetzt gerade von YouTube rüber oder so. Selten. Was haben wir da? Einen kalten Salzschlammgeisier. Das ist nett. Wir haben die erste Geschichte zum Kühlen. Ganz cool. Das hört man gerne. Meine ist heute erneut gescheitert. Wieso erneut? Was passiert? Ja, mal gerne, muss ja mal schauen, was du so machst, wenn du mir schon so einen geilen Raid reindrückst. Ja, kein Problem, kein Problem. Deine ist wieder, was denn passiert? YouTuber, die Twitch haben, folge ich oft, wenn die gerade offline sind. Alle so gut möglich, ja. Man wartet ja selten dann damit darauf, dass man... ein Wasserstoffgeisier. Oh, da freue ich mich. Okay, sehr coole Geysire bisher gefunden. Erdgas, kalter Salzschlamm, Wasserstoff. Aber der kalte Salzschlamm, da kommt nicht so viel raus, ne? Müssen wir gleich mal vergleichen, wenn wir mal irgendeinen anderen haben. Also ich denke mal, wir werden ja auch irgendwo noch heißer haben. So, ja, da unten auf jeden Fall jetzt schon Erdöl. Aha, passt schon wohl so ungefähr. So, die Frage ist, wie weit geht es auch noch nach oben? Ich könnte mal auch einfach noch mal weiter nach oben graben. Mal kicken, wie weit es geht. Oh, was ist das hier für ein Biom? Oh, ich glaube, das ist Ende hier. Kann das sein? Im DLC waren die flüssiges Kohlendioxid.
In DLC waren die oberen Biome ja immer ein bisschen komisch, ne? Und sehr kalt. Ich glaube, das ist DLC. Ja, hier ist reguliert. Okay, hier ist oben. Hier ist oben schon. Die Schlammgeysire meist zwischen 1 und 2 Kilo pro Sekunde. Kann man Tafelsalz eigentlich automatisieren? Leider nicht, leider nicht. Da haben wir damals auch lange drüber überlegt, Roger, wie man das machen könnte, aber nee, das geht nicht. Also Salz, ja, Salz könntest du automatisieren, aber nicht Tafelsalz. Weil dafür müsstest du aktiv halt den Steinbrecher nutzen. Die sind im Hauptspiel, die sind auch im Hauptspiel kalt, da kommen nur 300 Grad Celsius Meteoriten von oben. Ja, okay. Ja, okay. Und das ist hier auch. Also, aber generell sieht das Biom im Weltall halt anders aus als im Hauptspiel. Und es ist immer viel kälter gefühlt. Also es ist auch kälter, weil sonst wäre es ja jetzt auch schon warm. Ja, es ist halt arschkalt. Und die Meteoriten kommen ja hier auch runter. Also keine Ahnung, womit das zusammenhängt, aber auf jeden Fall ist hier auch, sind hier auch definitiv andere Sachen mit drin im in dem Biom vom DLC. Das knallt auf jeden Fall ganz ordentlich da oben. Da ist ein Schubfilmer. Hallo! Vielleicht weil die 50 Zyklen noch nicht gereicht haben, um das zu erwärmen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo damit das zusammenhängt. Ob die... Warum das im Hauptspiel dann so... Ihr müsst da nochmal nachgucken. Also ich glaube, minus 50 oder minus 60 sind es ja hier sogar teilweise. Hat das im Hauptspiel, glaube ich, nicht. So kalt ist es im Hauptspiel, glaube ich, nicht. Da müsst ihr nochmal nachgucken. So, wir könnten nochmal eine neue Blaupause aufmachen. So, ich hätte gern was Cooles. Das mit der Jacke hat leider nichts gebracht. Und pinke Handschuhe. Oh, ich werde heute wieder richtig bestraft, yay. Habe ich Wölkchen? Hallo gesagt und hallo Jesse, grüße dich. Oh, voll cool, ja, voll. War ja klar, dass Jesse in dem Moment aus dem Lurk rauskommt. Aber du bist noch nicht lange im Lurk da, Jesse, weil du nämlich vorhin in die Kolonie eingezogen bist. Ja, der ist doppelt. So, und Handschuhe. Okay, die hatte ich noch nicht. Wenigstens was Neues. So, ich habe einfach mal ein Bett für dich ausgesucht. Du hast das da gekriegt. Nee, quasi frisch rein. Kids sind krank. Ah, okay. Kannst deine Miete schon mal bezahlen. Rück die Kohle raus. So, dann kriegst du nämlich auch so ein schickes Sonnensolar-Panel da drüber. Zack. Miete ist fällig. So, hier wollten wir Metallerz reinschmeißen. Was nehmen wir denn? Kobalt oder Kupfer? Ist mir eigentlich egal. Wo mach voll hier, komm. Ist egal. Da haben sie aber zu knabbern. Die Schneckchen. Ich habe da letztens noch drüber nachgedacht gehabt, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das im Stream gemacht habe. Ich glaube nämlich nicht. Bei den Schnecken gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, die Schnecken so einzusperren, dass die kein Eingang kriegen? Ich glaube nicht, oder? Könnte ich es ein echter Raffzahn? Natürlich. Natürlich. Ich frage mich ja, was er mit den Matschriegeln macht. Essen tut er sie ja nicht. Ja. Wenn alle auf einen großen Haufen gemacht, dann baue ich mir daraus eine Matschriegelburg. Ich euch das nicht schon mal erzählt?
Mittlerweile gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit. Nee, ich glaube nämlich auch nicht, weil die ja im Wasser nicht ertrinken. Ich meine, wie könnte man... Was man machen könnte, um das zu minimieren, wäre halt irgendwie mit einem Tiersensor, ne? Könnte man den nicht auf einem freischwebenden Ziegel halten? Ja, das würde gehen. Stimmt, das würde gehen. Da hat man nur das Problem, dass die Eier unter Umständen dann runterfallen. Aber das wäre nicht so schlimm. Aber ja, das geht. Du hast recht, Roger. Das geht. Im Hauptspiel gibt es keine Steckschnecken, oder? Nein. Und hallo, Jawala. Ich grüße dich. In welchen Temperaturen überleben die? Oh, ich glaube, die waren schon sehr temperaturresistent. Von minus 30 bis 70. Also sind schon sehr cool. Aber ja, aber stimmt. Mit den schwebenden Ziegeln geht das, klar. Sehr ähnlich wie mit Schufelmäusen. Die kriegt man auch schwierig eingesperrt. Also kriegst du schon halt anders, aber da ist es halt auch das Problem. Wieso kriege ich das nicht gepackt hier? Hallo, Spiel. Gib mich das Ei. Ich komme nicht an das Ei dran. Das ist ja frech. Ja, den Bug mit dem Ei habe ich auch. Kann man nur neu laden. Naja, oder wir tricksen aus. So geht's nämlich. Dann machen wir es halt so. Steckschneckeneier. Ins Ölbiom mit denen? Was? Warum? Warum sollte man die ins Ölbiom schmeißen wollen, Anatoli? Das macht nicht so viel Sinn. Gerade für mich. Aber wäre auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, die auf Dauer dann... da war noch eins. Die auf Dauer dann auch zu nutzen als Energiequelle, ne? Wenn die jetzt... Die können ja jetzt auch veredeltes Metall essen. Und im... jetzt ist er eingeengt. Verdammt. Wir könnten allerdings das Ding auch einfach aufmachen, in der Hoffnung, dass es dann passt. Zerlegen, nicht auf. Um die Menge zu kontrollieren. Welche Menge? Also ich muss deinen Gedankengang etwas mehr. Also du musst ein bisschen mehr erklären, damit ich das verstehe, was du meinst. Komm, die können wir auch zerlegen, dann lassen wir das jetzt so. So, wir haben jetzt 8 Tonnen Kupfererz da drin. Ich hoffe, das reicht erstmal, damit die genug zu fressen haben. Mit dem Wasserstoff kannst du Glanzdreckos versorgen. Ja, aber Glanzdreckos verbrauchen ja keinen Wasserstoff. Da braucht man ja nur ein bisschen von. Also im Wasserstoff kann man halt verbrennen. Ja, also. Auch das ist natürlich ganz nett. So, hat er denn jetzt was gefuttert hier? 400? 400. Okay. Er hat gefuttert. Also, ja, die müssen was futtern, damit die auf die 400 Watt kommen. Ungepflegt, ne? Wenn man sie jetzt pflegen würde, dann kommen sie halt auf, ich glaube, 1200 oder sogar 1600. Ne, ich glaube 1600 Watt, ne? Gefuttert und gepupst. Genau. Und wahrscheinlich, ja, das ist halt immer noch so eine Frage, wie funktioniert das Ganze jetzt mit der Tierzucht, wenn die nicht mehr gezähmt werden? Das ist halt auch noch ganz interessant. Aber ich dachte, wir könnten dieses coole neue Moped hier bauen. Diese Station. Oder? Die ist doch, glaube ich, sogar bei Tierzucht mit drin, ne? Ja. 1600 Watt, wenn gezähmt, genau. Und da ist halt die Frage, wie verhält sich das aktuell überhaupt mit Tieren, die nicht gepflegt werden?
Da bin ich noch sehr gespannt drauf. Kreativität und Stärke wäre auch nicht so doof gewesen. Aber bodenloser Magen und vor allem Allergien ist halt richtig wild. Ich hätte gern einen richtig guten Tierzüchter. Das wäre ganz nice. In den Hedge. Dum, 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 dum. So, da haben wir's. Also hier ist schon wo was Warmes runtergeknallt, aber so kalt ist das im Hauptspiel nicht, sagt wie. So, mal abgesehen davon, dass das ganze Biom sowieso anders ist. Ist halt irgendwie viel Regolith dazwischen, sehr viel Magmatit und Kupfererz. Hast du sonst auch nicht in der Menge da drin. Nen Hedge, aber umziehen kannst, umziehen, sonst frisst er das gedruckte Essen. Ja. Ja. Ich kann mal sagen, hier öffnen und dann gucken wir mal. Nee, glaube nicht. Also zumindest auf Aridio ist es wenigstens 25 Grad bei Zyklus 110. Ich weiß, ich muss das mal nachgucken. Also es ist ja jetzt nicht so ein Riesenakt, das nachzuschauen. Aber so kalt wird es eigentlich im Hauptspiel nicht. Oder ist es im Hauptspiel nicht am Anfang? Ja. Hier kannst du futtern, wenn du möchtest. Was auch immer du findest, kannst du futtern. Ja, so ein Viehzüchter wäre schon ganz cool. Dann könnten wir damit mal anfangen. So. Hier haben wir ein bisschen gebuddelt. Da sind wir am Ende. Eigentlich müssten wir nach unten. Und nach unten ist halt echt ein bisschen Arsch ohne Schutzanzüge. Oder aber, das wollte ich ja vorhin noch gemacht haben hier, dass wir ein bisschen was loswerden. Oder, was wir natürlich auch machen könnten, wäre hier mit Oxylit arbeiten, um nach unten zu kommen. Ein Sauerstoff werden wir auf dem Weg ja haben, immer mal wieder. So, Eis haben wir anscheinend nicht mehr. Da ist auf jeden Fall ein Oxyfar, der kann schon mal ein bisschen was wegmachen. Sag mal, ich hatte gesehen, im DLC gibt es radioaktive Bienen und irgendwie einen Atomreaktor. Ist der im Hauptspiel auch drin? Nein. Alles, was mit Strahlung, Atomen und so weiter und so fort zu tun hat, ist alles nicht im Hauptspiel. Das ist komplett DLC-Content. Käse, wenn wir auf Schutzanzüge wollten, was müssten wir alles haben? Wir müssten erstmal auf jeden Fall veredeltes Metall haben. Warum macht das hier keiner? Weil da keiner hinkommt. Dann bräuchten wir noch eine Schutzanzugschmiede. Die könnten wir da auch mal hinballern. Ah, okay, schade, würde das gerne mal ausprobieren, aber ich mag das mit den vielen verschiedenen kleineren Kolonien nicht so. Hab lieber eine große. Ja, kannst du ja trotzdem machen im Hauptspiel. Ach, im DLC. Ist auf jeden Fall in der Modliste auch verlinkt vom Sergeant Imalas, der... Boah. Den Namen kriege ich nie auf die Kette. Mit dem, der Cluster Generation Manager, glaube ich, heißt er. Damit kannst du dir auch einen großen Asteroiden, also einen größeren Asteroiden, als es das DLC normalerweise rausgibt, kannst du damit starten. Und dann kannst du die kleineren, kannst du, wenn du Bock hast, dann drin lassen und immer nur hinfliegen, wenn du was brauchst. Oder aber, du kannst ja auch ganz rausnehmen, wenn du keinen Bock drauf hast. CGM, Cluster Generation Manager, genau. So, Schutzanzugschmiede. Wir brauchen erst veredeltes Metall. Ja, gut, dann müssen wir mal machen. Machen wir mal Kobalt. Hier, komm.
kann mal einer ordentlich klopfen hier. Schmutz der Erde, bringen sie ganz schön viel ran hier. So, CO2. Wäre natürlich geiler gewesen, hätte ich erstmal an der Stelle aufgehört, wo der Oxyfahren ist. Aber gut, ist nicht zu ändern. Ach was, die strahlen dann auch, was? So, hallo Piet, ich grüße dich. Du brauchst doch keine Schutz an, du hast doch einen Safti oder nicht? Und Namen, boah. ja, also ich kann das verstehen, wenn man lieber einen großen hat, aber generell bietet Oni im DLC ja auch der Start mit dem großen. Und wenn man keinen Bock daraus hat, irgendwo rumzufliegen, dann macht man den normal großen einfach über CGM schon mal größer, das ist ja gar kein Problem. Na, da kannst du ja einstellen. Und ja, dann, wenn du keinen Bock hast, überall hinzufliegen, dann lässt es halt. Ich meine, grundsätzlich, wenn du alles dann schaffen willst in der Kolonie, wirst du es dann trotzdem machen müssen. Es ging um die Leuchtkäfer. Zumindest wenn man ein paar hundert von denen hat. Ja, ja. Weiß ich auch noch nicht so genau, ob ich das hier wieder machen werde. Ich meine, grundsätzlich war der... Aber dann ging's. Ja, doch, stimmt. Die. Oh, doch, stimmt. Die strahlen ja auch. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Obwohl, ist nicht so schlimm. Ist nur Kerstin hier. Und die können wir im Übrigen mal zerlegen hier. Geht da eigentlich noch irgendwer auf Toilette? Kann man weg und dann geht sowieso nur noch Kerstin hier großartig rein, ne? So, und Kerstin mag es ja, wenn die Strahlung abkriegt, von daher. Alles gut. Euch wird es wieder auch gehen, genau. Genau. Ja, also von daher, Kerstin kommt damit wohl klar, dass da ein bisschen Strahlung ist. Das kriegt die schon hin. Kolonieerfolgerung. Was haben wir geschafft? Königsspülung. Ah, okay. Musste die Plumpsklos noch deaktivieren. So, was ist denn noch im Drucker drin? Spuck mal aus. Ich hätte was ganz Tolles gerne. Irgendwas, was ich noch nicht habe. Und gerne ein Layout für irgendein cooles Gebäude. So ein neues Bett oder so wäre ganz schick. Bitte, bitte. Ah, okay. Ein mutiger Hängetopf. Gut, es passt fast zu dem, was ich haben wollte. Es sei denn, ich hatte den schon. Ja, komm, also so schlimm finde ich es jetzt nicht. Nee, den hatte ich noch nicht. Ist doch schick. Ich habe den zwar auch schon in Blau und in Blau finde ich den ein bisschen schicker, aber ist doch cool. Was Neues und ein anderes Outfit für ein Gebäude. Alles gut. Gute Jungs und Mädels, ich muss erstmal los. Viel Glück mit der Kolonie bis die Tage. So, im DLC kann man auswählen zwischen dem klassischen großen Biom und dem kleinen Staat. Ja, das stimmt, Hugh Garfield. Allerdings ist der klassische große trotzdem noch kleiner, als es im Hauptspiel wäre. Ja, also wenn man da wirklich Hauptspielgröße haben möchte, dann geht das wohl. Kerstin verklagt die Bande, das ist Mobbing. Was für ein Mobbing? Und hallo Hugh Garfield, hatte ich dich schon begrüßt? Ich hoffe doch. Wenn nicht, sei hiermit begrüßt, wie immer. Ich hätte gerne jemanden mit Tierzucht. Hätte ich wirklich gerne. Also jemanden guten mit Tierzucht. So, wir bekommen hier langsam das Problem, dass der Wasserstoff jetzt schon zu viel wird. Das könnte man natürlich auch mal zusätzlich halt mit als Energiequelle auch nutzen. Warum nicht? Und verbrennen, wenn wir es brauchen. Ich komme wohl mit so ein bisschen Strahlung klar.
Was mache ich eigentlich? Oh, sorry. Ah ja, stimmt, da wollten wir dich nochmal fragen. Also aktuell bist du am Radeln, Jessie, weil du noch keine richtige Aufgabe hast. Du bist unsere Köchin und unsere Ärztin. Also, dass du kochen kannst, wissen wir, aber wir waren uns nicht so sicher mit dem Arzt sein. Also so auf Zähne wissen wir, hast du dich spezialisiert und den Rest weiß ich nicht. Also wie gut war es jetzt, unser Leben in deine Hand zu legen? Jessie hat übrigens keinen Strahlenschlucker, ne? Vielleicht legen wir das Hamsterrad mal um. Könnten wir das mal hinlegen. Hier zu den Kollegen rein. Zu den Steckschnecken. Ach, in Art seines Jessie bestimmt super. Ja, also schlechter als du kann sie nicht sein. Das kann doch nur schief gehen. Boah, Dennis. Ua, fängt an zu singen, ihr werdet alle sterben. Was? Ein paar Leuchtkäfer machen nichts, wollen nicht wieder schlafen, wir Strahlung gekillt. Ja, schön. Müssen sie ja nicht drauf anlegen, ne? Also Kerstin mag es auf jeden Fall da in der Begleitung. Die kriegt dann nämlich die volle Packung die ganze Zeit. So, Didi ist fleißig am Rumboxen. Wieso eigentlich? Didi. Didi ist unser Landwirt. Warum boxen der da unten drauf rum? Na egal. Lassen wir ihn mal boxen. Aber mit Leuchtkäfern können die Leute nicht schlafen. Das stimmt. Oxylit, Maschinen und Stärke, Medizin, Kreativität und Pilotieren. Hm. Nee, überhaupt der, aber sehe ich gerade auch nicht so ganz hier. Außer die Leute, die Licht zum Schlafen brauchen. Ja, das stimmt. Die natürlich schon. Nehmen wir Omelette? Oder nehmen wir 70.000 Kalorien? Wir können besser Oxylit nehmen. Sollen sie mal wegräumen? Oder ist es gleich schon... Na, wahrscheinlich ist es weg, bevor das einer macht. Oder? Bin ich eigentlich? Okay, ich glaube, das Oxylit ist weg, bevor jemand das einsammelt. So, das setzen wir jetzt mal auf 25%. Sollte doch schon längst drin sein, ne? Ja. 10 Kilo Joule sollst du eigentlich aufhören, Jessie. Eigentlich. Klauen die jetzt das Kobalterz hier die ganze Zeit von den Schneckchen? Der ist ja frech. Wir haben noch gar keine Smart-Batterie. Das ist schlecht. Warum nicht? Die hier nicht. Doch, müssten wir haben. Habe ich jetzt blöd geguckt. Oh, ich habe auch, glaube ich, den falschen Tab geguckt, ne? Dark. Dann komm, dann setzen wir jetzt hier einfach mal in Smart-Batterien mit einem Wasserstoffgenerator und Ströme. So, dann benötigen wir noch eine Gaspumpe. Machen wir da dicht. Und dann sagen wir, jo, die darf man dann pumpen, wenn... Hier, so, ne, da ist dann halt Wasserstoff.
Ich bräuchte eigentlich noch ein Dingens. Lass dich da stehen. Eigentlich wäre es noch ganz geil, wenn ich die restliche Automatisierung dafür hätte. Das ordentlich funktioniert. So. Lüftung. So. Da noch Automatisierung dran geballert. Hallo? Hallo? So. Hast du überhaupt einen Lagerbehälter für Oxylit? Ja, hier. Da ist auch schon Oxylit drin. Genau wie hier. Habe ich extra gemacht, damit ich, ne? Damit ich definitiv hier auch an die Sachen drankomme. Damit wir das aufbewahren. Wenn man in der Kolonie kein Goldamalgam hat, kann man für Elektrolyzer Wolfram nutzen oder ist der genauso schlecht wie Kupfererz? Wolfram kannst du sowieso nicht nutzen. Wenn überhaupt Wolframit. Und Wolframit macht keinen Temperaturbonus auf die Gebäude. Also der einzige Temperaturbonus für die Sachen sind halt wirklich... ist halt wirklich nur Goldamalgam. Ja, Kobalterz war ich jetzt gerade nicht so sicher, aber... eine einzige Überhitzungstemperatur plus Bonus ist Goldamalgam bei den Erzen. Ich bin auch mal überlegen, ob wir den ganzen... das ganze Wasser nicht nochmal hier. Ja, so viel Wasser, ne? Wir brauchen eigentlich so viel Fingerhutschilf. Also wenn wir wirklich massiv viel brauchen, Schilffasern, dann werden wir das hier auch noch alles leer ziehen. Alter, hier ist auch so viel auf der Karte, also. Das wird so schnell nicht zum Problem werden. Was für ein Elektrolyzer mehr als die 75 Grad? Eigentlich nicht. Aber ich würde es trotzdem auch immer aus Goldamalgam bauen, wenn man es hat. Wenn man es gar nicht hat, ja, dann halt drauf geschissen. Dann musst du halt gucken, dass das Wasser, was du einführst, definitiv unter 75 Grad ist. Und wenn du die als Radiatorrohre in den Güni einbaust, dann ist das auch kein Problem. Musst du halt wirklich nur darauf achten, dass dein Wasser dann halt nicht über 75 Grad kommt und du das dann... Den Raum dann mit denen als Radiatorrohren dann auch ja dann runterkühlst. Also wenn ihr ein Elektrolyzer Setup ordentlich baut, dann sollte das Gas nicht mehr als 5 Grad haben als das Wasser, was reingeht. Wenn überhaupt. Geht's euch gut? Ja. Und ja. Sehr schön. Ich mag es, wenn es den Schneckchen gut geht. Ich habe schon wieder einen Kolonieerfolg. Was haben wir denn? Rotes Licht, grünes Licht. Okay. Wir haben zu wenig Sauerstoffproduktion. Ist der am Meckern? Ist das denn wirklich so? Nö. Kann ich jetzt nicht so sagen. Witzig, warum läuft denn das CO2 hier nicht ab? Ich dachte erst, hier wäre vielleicht eine Flüssigkeit, aber nö. Oder? Nö, okay. Schönen guten Abend, hallo Flanke, ich grüße dich. Stahl kann man auch als Erz verwenden. Ja, kannst du schon. Aber, brauchst du nicht. Also, das wäre schon echt problematisch, wenn
Wenn wenn es über 125 Grad heiß wird. Also gut, ich meine, klar kannst du natürlich auch aus Stahl bauen, aber normalerweise bist du ja an dem Punkt schon lange drüber. Wo das halt interessant ist, wenn du wirklich kein Goldamalgam hast, dann kannst du es natürlich nutzen, auch später für, was weiß ich, für Raketen oder so. Da kommst du dann halt auch nicht mehr so drauf an, dass du nicht über 100 Grad kommst. Oder über 75 Grad. Hier ist halt auch richtiges Eisen, ne? Das hätten wir uns auch nochmal schnabulieren können. So, Schutzanzugschmiede hatten wir vorhin gebaut irgendwann, bevor ich mal angefangen habe zu quatschen. Oder haben wir die gebaut? Wollten wir die bauen? Wollten die bauen. Ich glaube, dafür hatte ich hier was hingebastelt. So, kein Filter. Ja, ist nicht schlimm. Soll erst nicht mal hier mit Wasserstoff dann auch füllen. Und ich hätte halt gerne die Dingens. Die Filter und Puffergatter, bevor ich damit anfange. Ansonsten löst er jedes Mal aus, wenn hier Wasserstoff ist. Und das ist nicht so geil, weil es ja auch immer wieder nach oben wandert hier, ne? Gas. Es kommt ja immer mal wieder was von unten nach oben. So, irgendwas passiert. Forschung war fertig, okay. Weit ist Kerstin da? Nicht mehr so weit. Da kommen die Filter und Puffer als letztes. Das könnten wir natürlich auch einfach mal eben beeinflussen. So, und die nächste Forschung war das mit den Teilchenblitzen, ne? Ich glaube, ja, Datenanalyse war das vierte. Okay. Cool wäre ein HHO-Mod. Was ist ein HHO? Druck vom Sauerstoff. Worauf war das jetzt bezogen mit dem Sauerstoff? Stationen. Schutzanzugschmiede. So. Oxy. Hydrogen oder Knallgas. Und was hast du damit vor? So. Das können wir auch schon mal hier auf volle Pulle setzen. Genau wie das. Was wir haben, haben wir. So. Artenschutzanzüge aus Kobalt. Komm, wir machen mal direkt 10 Stück hier. Bei einer richtigen Mischung in der Luft macht es Bumm. Ja, das ist mir schon klar. Was willst du damit hier? Wir könnten den auch nach hier hinsetzen. Dann macht er einfach Sauerstoff. Lieber alles, was Bumm macht. Ah. Er sollte zumindest Sauerstoff machen. Es könnte sein, dass er das nicht tut, weil hier Wasser ist. Natürlich doof. Könnten wir eventuell wegkriegen. Eventuell könnte er hier den ganzen verschmutzten Sauerstoff rausziehen. So, und hier müssten wir mal graben. Dann könnten wir die Pumpe dann da verlegen. Ah.
Aber bitte nur bei Berührung mit Leuchtkäfern. Lieber als das Bohren. Oje. Warum macht der nichts? Weil da auch Wasser ist. Okay, das ist das Problem. Hier steht gar kein verschmutzter Sauerstoff. Jetzt arbeitet er. Tada! Sauerstoffproduktion. Kann ich nochmal wegfahren, dann kann das hier auch rüber. Bester Trick mit den Filtern nutze ich gerne so. Ja, ist schon sehr nett. Muss ich sagen. Ich habe das ja viel bei Antarktika genutzt. Und ja, es ist schon cool. Ich würde gerne die ganzen Steckschnecken einfangen. Das wäre schon sehr cool, wenn ich die einfangen könnte. Was fehlt dir noch? Zu wenig Ressourcen, Kobalt. Oh, ist jetzt schon weg. Und die kann in eine Tonne. Vielleicht hast du ja einen Viehzüchter im Drucker. Oh. Drei Zyklen sind immer so schnell um, ey. Also, wir hätten hier einen reinen Pilot. Da würde ich noch drauf warten wollen, ob da einer mal kommt mit Maschinen und Pilotieren, der passt. Maschinen und Kochkunst brauchen wir nicht. Bauen, Graben, Landwirtschaft. Hm. Hier in den Dreckweiher. Ah, jetzt verstehe ich die Ruheschicht beim Filter in Antarktika. Habe ich das nicht erklärt, warum ich das so gebaut habe, wie ich es gebaut habe? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Sind 6 Kilo drin. Oh. Das gab gerade bestimmt kaputte Öhrchen. Geplatzte Trommelfelle. Ups. Ja gut. Ich glaube schon, dass du es... Ja, ich glaube auch, aber sicher bin ich mir nicht. Bin ich sicher, vielleicht nicht aufgepasst. Ja, möglich ist das. So, wir könnten aber für Jesse... Obwohl, ne, komm, das können wir auch stehen lassen. Wir könnten für Jesse tatsächlich mal auch eine Kochstation hinstellen. Ja, es ist gerade noch sehr viel Kuddelmuddel hier, aber... Das wird sich auf Dauer wohl legen. Richtig so, ne? Ja. Nahrung. Elektrogrill. Dann kann Jesse da ein bisschen kochen. Ein Park irgendwo stehen lassen? Ne, ich habe ja überall noch hier die Dingens gesetzt. Natürlich ein Ziegel, damit wir sowas noch irgendwo reinbauen können. Aber ohne Pips wird das nichts. Und die natürlichen Pflanzen, die waren halt echt scheiße von der Position. So, das läuft wieder. Nach unten ohne Schutzanzüge ist immer blöd. Ich glaube, das werden wir auch nicht anfangen. Könnten nach oben hin, könnten wir ein bisschen erkunden gehen noch. Aber nach unten finde ich es gerade echt nicht so der Hit. So. Gehen wir hier durch.
Nee, dann gehen wir mal hier durch. Irgendwo in der Nähe da mal durch. Dann mal kicken, was wir da so finden. Pip hat es schon gefunden, ja, aber ich krieg den Pip ja nicht zur Kolonie. Das funktioniert nicht, Jonas. Irgendwas wollte ich... Ah, hier wollte ich die Schutzanzugschmiede hingebaut haben, glaube ich. Ih, da läuft was von oben runter. Da ist ein kleiner Fehler in meinem... Ne? Wir machen auf jeden Fall unten wieder ein riesengroßes Becken, wo einfach alles reinlaufen kann und fertig, dass ich mir da keine Gedanken mehr drum machen muss. Das hat mir so gut gefallen in der ersten Staffel. Das war einfach ein riesengroßes Becken. Da lässt man einfach alles reinlaufen, drauf geschissen. Dann braucht man sich da keine Gedanken mehr drum machen und sortiert den ganzen Quark halt einfach aus. Das war das Sinnvollste, was ich bauen konnte. Das ist bei so einer Karte... Da friemelst du dich tot, wenn du versuchst, alles irgendwie sinnvoll zu behalten. Dann kannst du auch die Abstimmung wieder anmachen. Wofür? Achso, du meinst jetzt wegen den ganzen Flüssigkeiten? Ja, am Arsch. Da fangen wir hier nicht an. Es sei denn, ihr wollt Traumhotel innerhalb von einer halben Stunde in die Tonne hauen, das schafft ihr auf jeden Fall. Also da glaube ich ganz fest an euch, dass ihr das hinkriegt. Ja, da machen wir mal ein Loch rein, damit alles, was da reinlaufen könnte. Machen wir erst da weiter. Wenn du eh alles in ein großes Becken laufen lässt, ja und? Das heißt ja nicht, dass ich dann die mit der... Nee. Die Twitch-Events werden wir nicht anstellen. Kommt nicht in die Tüte. Wir doch nicht, genau. Niemals würdet ihr sowas tun. Haben wir noch irgendwo welche? Nee? Sonst sehe ich gerade keine neuen Versierer. Ja, wir haben jede Menge Erdgas. Das ist schon mal ganz nett. Zumindest, ja, was heißt jede Menge? Zwei. Dann haben wir einen Wasserstoff. Also wir haben drei Geysire zur Energiegewinnung. Hallo Regenwolf, ich grüße dich. Ih, jetzt auch noch nasse Füße. Was ist denn das für ein Albtraumhotel? Der Bernie, ne? Ich glaube, den müssen wir mal irgendwie irgendwo zwangseinweisen, wenn er so weiter meckert. So, was haben wir? Ein Kupfervulkan. Ah, den können wir hier nicht aufmachen, ne. Frostbiom hätte ich vielleicht drüber nachgedacht. Hier ist auch nichts. Okay, aber dann können wir mal weiter suchen nach rechts. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Bernie ist total die Mimose. Ist die ganze Zeit sich am Beschweren. Es ist kalt, es ist nass. Mi. Ja, nie erlebt. Habe ich jetzt auch irgendwie nicht erwartet, dass der Bernie so eine Mimose ist. Wo ist denn das Reserv? Das gibt's hier nicht. Es gibt hier kein Reserv. Auch kein Mensch. Total unnötig, dieses Reserv. Albtraum mit P. Ich hoffe, das meinst du jetzt nicht ernst, Jonas. Die Frage haben wir letztens nämlich schon beantwortet, dass Albtraum sowohl mit P als auch mit B geschrieben werden kann. So nämlich. Klugscheißer-Modus aus.
Bernie bekommt Mima als Dupe. Ja, könnten wir tatsächlich umbauen, ne? Also wir könnten auch Bernie mit dem Mod hier, könnten wir auch Bernie ein anderes Layout verpassen. Wäre okay. Mima. Was ist denn der Bernie jetzt? Mima. Das wäre gar kein Problem. Guck hier, das wäre gar kein Problem. Naja, hier Mima. Albtraum, dann ein Traum von dem Alpen? Ja. Aber alle, die es nicht glauben, ihr könnt das gerne googeln. Albtraum kann man B als auch mit P schreiben. Wo mir wieder unterstellt wird, ich würde Quatsch erzählen. So. Oh, hier haben wir so ein radioaktives Moped. Moped, Dingsterbumster. Biom. Rost, Schwefel, Uranerz. Hat das eigentlich auch gestrahlt gehabt? Uran, ja, ne? Ja. Igitt. Die strahlen aber immer noch am besten. Ein paar Keuchwurzel müssen wir nochmal ernten für die Strahlung demnächst. Ich musste so hart lachen, als das belegen musstest auf dem Discord. Was heißt belegen musste? Ich musste gar nichts belegen. Ey, man kann nicht bauen, wenn die das gerade blockieren hier. Hauptsache, es gibt Tafelsalz. Woher soll denn das Tafelsalz nachher kommen, wenn alles automatisiert läuft und keiner Tafelsalz macht? Ich kenne persönlich nur Alktraum. Hallo, Professor Humorus. Alktraum? Was? Ich bin extra in den Mieterschutzbund eingetreten und die sagen 1000 Riegel für so ein Bruchbude ist Wucher und damit nicht erlaubt, so nämlich. Zeig mir das mal. Das will ich schriftlich haben. So, und jetzt die Frage. Welche Schreibweise von Albtraum vor 1996 ist die einzig korrekte? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, Andrea. Also die Variante mit B wahrscheinlich. Das war schon ein starker Gräber. Graben, Kochkunst, Bell. Stärke, Wissenschaft, Athletik, Bell. Das war ein starker Gräber. Aber mehr als zwei Gräber weiß ich gerade erstmal nicht. Vom Tafelsalzbeauftragten ist ein Ehrenamt. Ah. Mit B. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Träume im Suff. Ah. Immer noch die einzig richtige. Kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Das ist jetzt offiziell erlaubt, das zu schreiben. Also. Kannst du da dich drüber auslassen, wie du willst, Frau Zöller? Es wird nichts bringen. Wenn sie kochen, wäre es doch auch okay, wenn sie Tafelsalz machen. Oder was meinst du? Ja, das Problem ist, dass diese zwei Zeitpläne pro Tag oder zwei Stunden pro Tag fürs Kochen auch schon ziemlich gut genutzt wurden. Also einer wäre schwierig gewesen, weil du musst ja auch die Zeit immer mit einrechnen, die brauchen, um dahin zu kommen. Und ja, wenn du dann zusätzlich noch Tafelsalz mit reinhämmerst, könnte man machen, allerdings dann mit niedrigerer Prio, wenn sie dann wirklich nichts zu tun haben. Wäre eine Möglichkeit. Muss nicht, wäre. So, ein Filtergatter. Weiterhin, wenn das grüne Signal nicht lang genug anhält. Yes. Ich brauche das.
Warum machen wir keinen Kobalt? Ich habe mich mittlerweile auch echt... Wo geht denn das ganze Kobalt hin hier? Ach, das wird wahrscheinlich hier in die Dingens reingesetzt. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass ich jetzt hier im Deutschunterricht sitze. Wusstest du nicht, Hugh Garfield? Ah, ja, doch. Grundsätzlich sind 50% der Menschen in Deutschland auch Deutschlehrer. Ich liebe das auch sehr. Die haben auf jeden Fall alle jetzt gerade hier eine Schnittkerstin verdient. So. 5 Sekunden, ja. Wenn das Wasserstoff ist. Nicht atembares Gas. Wasserstoff. So, und der darf dann laufen von... bis 50. So, der hat noch kein grünes Signal gekriegt. Hier könnten wir auch noch mal eben ein bisschen absichern, dass der Wasserstoff auch wirklich nach links läuft. Ganz ausschließen können wir es nicht, aber Chance ist sehr hoch, dass es da hochläuft. Hier könnten wir auch noch mal eben Weckarm. So. Hallo Orschel, ich grüße dich. Pausentime. Oh, stimmt. Willkommen im Irrenhaus, Hugh Garfield. Wenn nichts zu tun hat, wird in die Salzmine geschickt. Ja, das können wir ja gucken, was wir dann machen, ne? Wie wir es machen. Der Albtraum wird mit B geschrieben, weil sich das Wort auf die Alben bezieht. Die Alben sind in der germanischen Mythologie böse Geister. Die Schreibweise Albtraum ist aber auch korrekt. Du kannst also Albtraum oder Albtraum schreiben. Das stimmt. So, was war das? Hallo Outdoor, ich grüße dich. Vielen lieben Dank für die 100 Bits. Wie habe ich das denn verdient? Dankeschön. Und Orschel, vielen lieben Dank auf jeden Fall für dein Follow, was du zwischendurch hier gelassen hast. Vielen lieben Dank. So, dann erkläre ich mal dies und das und jenes bitte. Was? So, dann erkläre mir mal dies und das und jenes bitte. Ja, pff, du musst halt nur fragen, dann erkläre ich gerne. Und bam! Dankeschön auch für dein Abo im 12. Monat. Vielen lieben Dank. Der Duden von 1986 liest Albtraum. Als korrekte Schreibweise. Echt? 86 schon? Okay. Vielen lieben Dank, Outdraw. Ja, in Orschel, wenn ich was erklären soll, dann müsst ihr nur fragen. Ne? Ich erkläre gerne Sachen. Solange es gerade jetzt irgendwie passt. Ne? Wenn es jetzt irgendwelche hyperkomplexen Sachen sind, irgendwelche superkomplexen Builds und ich nicht hier dran sitze, dann wird es natürlich schwierig. Ja, so 600 Stunden Uni und ich bin immer noch ein Noob. Ja, das ist halt Uni, ne? Also, das kann auch schon fast normal sein. Das hat nichts zu bedeuten. Also, fühle ich. Ich glaube, es geht vielen Leuten so. Also, man kann in Uni auch wirklich eine Menge, Alter, eine Menge Zeit tatsächlich lassen. Und trotzdem noch viele Sachen rausfinden, die man gar nicht kennt. Vor allen Dingen, was natürlich an Builds und so ist, ne? Also, man kann es ja so unterschiedlich alles bauen und es gibt so viele Möglichkeiten bei Uni an Sachen dran zu kommen. Ne? Und gibt auch für mich immer noch viele Sachen so zu entdecken. Aber ich gebe nicht auf. Nee, das ist gut. Ich habe noch nicht einmal eine Tierzucht geschafft. Boah, 600 Stunden und keine Tierzucht. Aber da gibt es ja auch Tutorials von mir auf YouTube. Die kannst du dir ruhig mal anschauen. Dann, also da gibt es auf jeden Fall genug zu. Immer 1300, das gilt auch noch für mich. 1500 fühle ich mich langsam nicht mehr ganz so noobig. Langsam. Andrea, erzähl nicht so einen Quark. Du hast New Game Plus geschafft. Also alle, die New Game Plus schaffen, sorry, aber dann seid ihr absolut keine Noobs mehr. Also das ist ja wohl total der Quark.
Und auch wer die. Naja, stopp, wie war jetzt Holes. Auch wer die Holes zum Schluss schafft, ne? Also das ist für mich kein Noob mehr. Also das ist Quark. Noob finde ich sowieso mal ein bisschen blöd. Ein bisschen. Immer so ein bisschen auch negativ belastet. Also, ne? Ja, schwierig. Ich bin gerade viel zu viel am Quatschen hier. Ich versage immer wieder mal und bin auf einem anderen Kometen gelandet. Ja, gut, das kann ich nachvollziehen. Das ist manchmal nicht ganz so einfach. Jedes Mal, wenn du oder Safti mir Uni erklären, weiß ich, dass ich Anfänger bin. Auch du, Roger, ne? Du hast schon so abgefahrene Sachen gebaut, die ich da gesehen habe. Also, als wenn du ein Anfänger wärst. Echt kein Noob mehr. Wer Holz schafft. Nice. Was bin ich dann? Oh Gott. Ihr spinnt ja. Also klar, es gibt immer wieder was zu entdecken bei Oni. Jesse hat schon einen irren Blick drauf. Aber das wäre totaler Quatsch. Also wer die Hold Challenge schafft, das ist auf jeden Fall auch kein Anfänger mehr. Also ich kann das komplett verstehen, wenn jemand sagt so, ja, Holz ist mir zu schwer, ja. Weil das auch nicht unbedingt bis zum Ende anfängerfreundlich ist, aber darum geht es auch gar nicht. Das ist eine Challenge, die einen einfach mal ein bisschen in den Arsch tritt, dass man es machen soll. So, Pakofilet, das können wir machen. Ja. Also Roger, du bist auf jeden Fall kein Anfänger mehr. Nee, also das ist jetzt schon wieder gerade massiv übertreiben, was die hier machen im Chat. Im muss Strom, Nahrung und Luft erstmal ordentlich hinbekommen, dann kann ich mich an anderes sagen. Sehr Grundlagen gehen, aber weitere Dinge baue ich nur nach. Ja, ein bisschen Gehirn aber anstrengen, dann geht das schon. Also wenn man die Anfänge verstanden hat, dann kann man auch vieles einfach selber bauen. Frage ist immer, ob man da Lust zu hat. So, aber ich verabschiede schon mal die YouTube-Zuschauer. Vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Like da lassen. Die Leute, die gerne bei der Wildcard länger dabei wären in der Verlosung, ne, kommentieren nicht vergessen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi!